Und weiter geht's mit spannenden Breaking News bei Sonnenklar TV. Gerade haben wir vom FDI Krisenmanagement Herrn Draxler gehört. Und jetzt meinen lieben Kollegen Marc Rasch. Und wenn Sie sich schon immer mal gefragt haben, wie es bei Marc Rasch zu Hause aussieht, dann werden wir das jetzt sehen, denn er ist uns zugeschaltet per Skype-Schalte. Ich grüße dich, mein Lieber. Ordentlich. Da hat er extra die Hütte nochmal aufgeräumt. Da bin ich mir ganz sicher, mein Lieber. Marc, die Bräune von Thailand, die hast du ja noch. Du bist auch wieder sicher zurückgekommen. Darüber wollen wir gleich sprechen. Aber was spannend, du warst heute oder die letzten Tage beim Drive-in-Corona-Test. Was hat es damit auf sich? Ja, nicht ich, sondern mein bester Freund Sascha, der mit in Thailand war. Wir waren beide zusammen im Urlaub, aber kurioserweise dieses Mal ein bisschen räumlich getrennt. Und mir geht es ganz gut, also nicht ganz gut, sondern sehr gut. Und der Sascha, der ist aber ein bisschen krank geworden in den letzten Tagen und hat sich deshalb einem Test unterzogen. Und wie das Ganze funktioniert, darüber wollte ich mal etwas berichten aus sozusagen fast erster Hand. Aber erstmal, wir sind beide gut wieder nach Hause gekommen. Es hat alles super geklappt mit der Rückreise. FDI, der ganze Konzern, der gibt ja gerade alles dafür, dass wirklich auch alle Urlauber von Sonnenklar TV und auch allen anderen Konzernfirmen gut und sicher nach Hause kommen. Und ja, das ist bei uns auch der Fall gewesen. Wie gesagt, mir geht es ziemlich gut, aber dem Sascha dann eben nicht. Wir sind letzte Woche wieder nach Hause gekommen und dann fing es am Donnerstag an, auf einmal in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Fieber, Husten, Atemnot, also so diese typischen Symptome, die dafür sprechen, dass man vielleicht sich infiziert hat. Und ja, dann geht eigentlich alles so seinen Weg. Und dann hat er das einzig Richtige gemacht, nämlich die Nummer 116 117 angerufen, um dort sich erstmal weitere Hilfe zu holen beziehungsweise die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Denn das Wichtige ist ja weiterhin, nicht einfach in irgendeine Arztpraxis zu rennen, wenn man meint, dass man sich irgendwie infiziert hat. Wie war denn jetzt der Test? Wie läuft das ab? Wie aufwendig ist das? Das ist ja noch spannend zu wissen. Also erstmal ruft man diese Nummer an, 116 117. Dort werden einem, das dauert auch ein bisschen, das muss man auch dazu sagen. Also da ist man nicht irgendwie nach zwei Minuten auf einmal dran und kann dann mit einem Mitarbeiter dieses Notdienstes sozusagen sprechen, dieses Bereitschaftsdienstes, sondern der Sascha zum Beispiel, der hat da fast zwei Stunden in der Warteschleife gehangen. Also da rufen gerade einige an. Die Geduld sollte man mitbringen, also einfach das Telefon am besten auf laut stellen und dann vielleicht in der Zeit irgendwas anderes machen. Und dann werden Fragen gestellt. Denn wer wird denn in Deutschland aktuell getestet? Es werden diejenigen getestet, die einen Infektionsfall im direkten Umfeld haben oder die in einem Risikogebiet waren. Diese zwei Gruppen werden aktuell in Deutschland getestet. Und Deutschland ist ja Vorreiter. Also ich finde das wirklich toll, was hier auf die Beine gestellt wird. Weit über 100.000 Tests werden jeden Tag gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Die werden alle ausgewertet, sodass dann auch wirklich ganz schnell Bescheid weiß. So, da macht man also diesen Fragebogen, der wird abgearbeitet und dann wird ein Rückruf vereinbart. Diese Person beim Bereitschaftsdienst, mit der man sich unterhält, die leitet es erstmal in die Wege, dass man dann zum Beispiel von einem Arzt zurückgerufen wird, der dann weitere Fragen stellt und der dann auch entscheidet, ob man einen Test machen sollte oder ob man ihn nicht machen sollte. Und dann wird man zu diesem Drive-In-Schalter sozusagen eingeladen. Das ist, wie man das wirklich aus den Fast-Food-Restaurants kennt, wo man dann vorfährt. Ganz wichtig ist aber, natürlich werden die Daten vorher abgeglichen und auch das Kennzeichen muss man nennen. Denn wenn das Kennzeichen dort nicht hinterlegt ist, dann darf man überhaupt nicht auf dieses Gelände drauffahren. Und das ist auch gut und richtig so. Ansonsten würde wahrscheinlich jeder einfach mal sagen, ach, da gucke ich mal eben kurz vorbei. Sowas funktioniert nicht. Da werden wirklich alle nur, die registriert sind und die einen Termin haben, dürfen dort auf das Gelände drauffahren.
Wahnsinn, du hast schon richtig gesagt. Ich muss dich leider ganz kurz verbessern. Ich habe direkt einen Anruf von der Sendeleitung bekommen. 100.000 Tests pro Woche sind es aktuell. Nein, sorry. Aber auch das ist ein Wahnsinn. Nicht, dass du denkst, ich wollte jetzt hier den Schlaumeier für dich spielen. Ich habe nur die Info gekriegt, dass ich es für unsere Zuschauer natürlich an dieser Stelle verbessern soll. Lass uns noch mal kurz darüber sprechen. Du hast es ja nun selbst erlebt, bist aus Thailand zurückgekommen. Wie schwierig war es jetzt von dort, diese ganze Rückreise zu organisieren? Welche Unterstützung gab es? Ja, das ist natürlich... Ich habe so das Gefühl gehabt, je weiter man weg ist, desto haariger wird es. Ne? Weil man kriegt es mit, alle Linienfluggesellschaften, die stellen nach und nach ihre Flüge ein. Die Lufthansa zum Beispiel fliegt nur noch mit ein paar Prozent ihrer ursprünglichen Kapazitäten. Austrian Airlines hat ihren Betrieb völlig eingestellt. Und je nachdem, mit welcher Fluggesellschaft dann man unterwegs ist, hat man erstmal natürlich so dieses... Ach du meine Güte, wie komme ich denn hier wieder weg? Und dann habe ich mit vielen gesprochen, auch vor Ort in Thailand. Die haben den Ernst der Lage auch überhaupt nicht begriffen. Da habe ich wirklich mit Engelszungen erstmal geredet und gesagt, Leute, seht zu, dass ihr bitte nach Hause kommt. Über diese Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes, über eure Reiseleitung des Veranstalters. Und dann wurde es auch bei mir umgebucht, denn mein Rückflug war eigentlich für den 1. April vorgesehen. Also eigentlich bin ich sozusagen 2 Wochen früher nach Hause gekommen. Das ist natürlich schade, ganz klar. Ich hätte auch noch lieber länger Urlaub gemacht. Aber in dem Fall geht natürlich Sicherheit vor. Und Sicherheit ist in dem Fall für mich eine sichere Vorsorge oder Versorgung, eine sichere ärztliche Versorgung hier in unserem Land oder auch in Europa überhaupt. Denn wer weiß denn schon, wie es in anderen Ländern aussieht? Da hat man doch keine Ahnung. Und deshalb war es mir einfach wichtig, dass ich nach Hause komme. Und das hat super geklappt. Klar, ich wäre schon am liebsten noch einen Tag früher geflogen, gar keine Frage. Aber das hat dann super funktioniert. Und dann bin ich gut angekommen und bin seitdem dann jetzt auch zu Hause. Also immer schön zu Hause bleiben, immer schön Hände waschen, immer schön Abstand halten. Diese typischen Sachen, die natürlich mit dazugehören, damit ich... mir sowas ersparen kann, was dem Sascha passiert ist, wie mit diesem Test. Denn er ist natürlich dann auf dieses Gelände gefahren und dann wird natürlich ein Abstrich gemacht, ja, tief in den Rachen rein, wo dann wirklich geschaut wird. Und das Ergebnis kommt dann in 2 bis 4 Tagen, je nach Landkreis oder je nach Region, wo man denn dann lebt. Viele spannende Informationen von meinem lieben Kollegen Marc Raschen. Jetzt haben wir gerade einen Splitscreen, Marc, hier. Und da sieht man mal den Unterschied auch der Gesichtsfarbe. Finde ich sensationell. Was treibst du denn den ganzen Tag? Jetzt hast du ja 2 Wochen Urlaub zu Hause. Und eine Frage habe ich zum Abschluss noch. Wo kommt deine Leidenschaft für die Blumen her im Hintergrund? Also es ist wirklich tatsächlich natürlich ein bisschen langweilig. Aber ich schaue tatsächlich Sonnenklar-TV. Und ich muss zugeben, das mache ich sonst, wenn ich arbeite, mache ich das nicht. Ja, wenn wir arbeiten, dann sind wir im Büro, da haben wir ja überall unsere Fernseher stehen, da sehen wir überall das Programm. Und jetzt gucke ich es aber, weil es natürlich super interessant ist, weil man tolle Informationen bekommt und weil es eben diese Zeit danach gibt und weil wir alle wieder Lust auf Urlaub haben. Und ich kann es nur sagen, ich komme gerade aus dem Urlaub, verfrüht, und mir kribbelt es schon wieder in den Händen. Ich warte nur auf den Moment, wo ich wieder sagen kann, ja, jetzt geht's wieder los, jetzt kommt die nächste Buchung. Und solange gucke ich Sonnenklar-TV, ich räume jeden Tag ein anderes Zimmer auf, damit ich nicht die ganze Wohnung gleich auf einmal geputzt habe, sonst wird es langweilig. Also heute Wohnzimmer, morgen Schlafzimmer und so weiter. Und ich gehe spazieren. Also das ist ja durchaus gut, dass man auch rausgeht an die frische Luft. Wir haben Sonnenschein. Und solange man auch dort den Abstand wahrt und das alleine macht, zumindest hier in Bayern, dann ist es auch völlig in Ordnung, rauszugehen, frische Luft zu schnappen, das Abwehrsystem zu stärken, Vitamin D zu sammeln bei der Sonne. Also es gibt so viele Möglichkeiten, den Tag trotzdem rumzubringen. Und die Blumen, dazu sage ich nichts. Für den Blumen sagt er nichts. Mein Lieber, ich danke dir. Schön, dass du wieder da bist. Freue mich, wenn wir uns dann hoffentlich bald auch wieder hier im Sender sehen. Und wir freuen uns, wie du schon sagst, liebe Zuschauer, natürlich auch, wenn es wieder losgeht mit den Reisen und wenn sie wieder raus dürfen. Und wenn sie genauso die Farbe mal haben möchten wie Marc Rasch, dann habe ich Kuba für sie. Da kann ich Ihnen eins versprechen, da werden sie auch jede Menge Sonne bekommen.